Okay. Komm, schnell abhauen jetzt. Solange die nur, sag mal, im Untersuchungsmodus sind, ist ja alles okay. Ohne das ist man ein Nichts. Wo war denn der Typ? Ach, die Kamera. Okay. Das ist euer Ernst, Alter? Okay. Okay, ich wollte schon sagen, werde ich immer noch gesucht? Ja, wirst du. Feuer-Shoot! Die kleinen Espanol-Boys. Mein Gott. Whee! Willst du mich verarschen, Alter? Haben die jetzt Special-Rüstung oder was ist hier los, lang können? Ist doch nicht. Ich sterbe. Ich sterbe. Na komm! Heil dich doch! Wie lange dauert denn das hier? Hab ich's. Stellung halten. Alter, mein Gott, wieso dauert denn das so lange, bis der sich heilt? Alter, das ist doch. Ich sterbe schon wieder. Ich werde schon wieder sterben. Heil dich doch. Boah, wie langsam, ne? Der Typ ist nicht tot. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wenn ich jetzt sterbe, dann raste ich aus. Bis jetzt tot, du Stück Scheiße. Nein! Ja. Boah, wir haben es geschafft, ey. Matrix umbringen. Sie lösen den Alarm aus, wenn Sie auf alle 5 Lichtweite feuern. Jetzt, wo Sie meine Operation gesehen und seine Ausmaße erkannt haben, verstehen Sie hoffentlich, dass es kein Zurück mehr gibt.
Let's be. Das wusste ich schon, als wir uns auf der Savannenkammer nahmen. Gut. Sie sollten nur wissen, dass ich keinerlei Untreue dulde. Wie trivial sie auch scheinen mag. Wenn sie mich betrügen, sterben ihre Familie, ihre Freunde und die Kamera, ich wusste es. Das wusste ich schon, als ich das Geld aus der Savannenkammer nahm. Gut. Sie sollten nur wissen, dass ich keinerlei Untreue dulde. Wie trivial sie auch scheinen mag. Wenn sie mich betrügen, sterben ihre Familie und Freunde. Und ich beobachte sie bei ihrem Leiden. Und wenn ich damit fertig bin, sind sie dran. Ich verstehe. Gut, dann sind wir uns wohl einig. Hast du das mit Dario gehört? Ich zeige Ihnen jetzt die letzten Schritte. Frau sagt, er hat einem Mann das Herz rausgeschnitten. Ah, das ist doch gar nichts. Hast du das von der Kurierin in Mexikali gehört? Nein. Was ist passiert? Sie haben sie. Bist du verletzt? Die Beine voraus. Als sie noch am Leben war. Ich werde mir das mal ansehen. Ich gebe dir Deckung. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht in solchen Sachen. Verdammte Kacke. Jetzt, wo Sie meine Operation gesehen und seine Ausmaße erkannt haben, verstehen Sie hoffentlich, dass es kein Zorn mehr gibt. Das wusste ich schon, als ich das Geld aus der Savannenkammer nahm. Gut. Sie sollten nur wissen, dass ich keinerlei Untreue dulde. Wie trivial sie auch scheinen mag. Wenn sie mich betrügen, hast du das mit Dario sterben gehört? Ihre Familie und Freunde. Er hat einen und Mann, ich beobachte sie bei ihrem Leiden. Ja, das ist doch gar nichts. Hast du und das von der Kurierin in Mexikali gehört? Nein. Dran. Was ist passiert? Ich verstehe. Beine voraus. Gut. Als sie noch am Leben war. Einig. Ich zeige Ihnen jetzt die letzten Schritte des Prozesses. Oh, hier in der Ecke sehe ich gar nichts. Ich sehe nichts. Okay, warte, wenn er wieder weggeht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt werde ich entdeckt. Oh mein Gott. Es ist der Eindringling. Boah, wieso konnte ich hier nicht hoch, Alter? Wieso konnte ich da nicht hoch? Ich verstehe das nicht. Jetzt, wo Sie meine Operation gesehen und seine Ausmaße erkannt haben, verstehen Sie hoffentlich, dass es kein Zorn mehr gibt. Das wusste ich schon, als ich das Geld aus der Savannenkammer nahm. Gut. Sie sollten nur wissen, dass ich keinerlei Untreue dulde. Wie trivial sie auch scheinen mag. Wenn sie mich betrügen, sterben ihre Familie und Freunde. Und ich beobachte sie bei ihrem Leiden. Und wenn ich damit Dario gehört. Warte! Hier ist jemand! Okay, der verrät mich auch. Da! Es ist der andere. Aber das ist auf jeden Fall der leichtere Weg, oder? Ja, doch, ist der leichtere Weg. Gut, wenn die mich verraten, dann werden die sterben jetzt einfach, ganz einfach. Das Schlimme daran ist, solange wie ich immer die Spiele, bis ich entdeckt werde, ist halb so lang wie die Ladezeiten. Das ist das Schlimmste, ohne Scheiß. Das wusste ich schon, als ich das Geld aus der Savannenkammer nahm. Gut. Sie sollten nur wissen, dass ich keinerlei Untreue dulde. Wie trivial sie auch scheinen mag. Wenn sie mich betrügen, sterben ihre Familie und Freunde. Und ich beobachte sie bei ihrem Leiden. Und wenn ich damit fertig bin, sind sie dran. Hilfe! Ablaufen! Ich verstehe. Auf ihn!
Situation gesehen und seine Ausmaße erkannt haben, verstehen Sie hoffentlich, dass es kein Zurück mehr gibt. Das wusste ich schon, als ich das Geld aus der Asservatenkammer nahm. Gut. Sie sollten nur wissen, dass ich keinerlei Untreue dulde. Wie trivial sie auch scheinen mag. Wenn Sie mich betrügen, sterben Ihre Familie und Freunde. Und ich beobachte Sie bei Ihrem Leiden. Und wenn ich damit fertig bin... Hey, Alter, wer hat das jetzt wieder entdeckt? Wow, okay. Glück gehabt, würde ich sagen. Hast du das mit Dario gehört? Nee, dann komme ich niemals raus. Hat einem Mann das Herz rausgeschnitten. Das ist doch gar nichts als das von der Kurier in Mexikanik. Nein, was ist passiert? Sie komm, geh weg. So, lassen wir die Kamera noch einmal weggehen und dann gehen wir durch die Tür ganz schnell. Alter, ich hab's geschafft. Das gibt's nicht. Ich will Ihnen noch einen Raum zeigen. Dann gehen wir in mein Büro hoch und legen die Details unserer Freundschaft fest. Señor Sanchez, un momento. Es importante. Por supuesto. Entschuldigen Sie mich kurz. Bin gleich wieder da. Pam. James, haben Sie zugehört? Ich glaube, wir haben genug, um ihn zu hängen. Ich habe noch keine Verbindung zwischen ihm und den Terroristen. Sein Büro ist im zweiten Stock. Ich beschäftige ihn. Das ist unser Lagedepot. Wir bereiten gerade eine Lieferung vor. Wir schicken pro Woche 3 oder 4 Konvois los. Die Männer da drüben, welche Sprache sprechen die? Das ist kein Spanisch. Für eine Amerikanerin beobachten Sie genau. Das heißt? Die meisten Menschen konzentrieren sich darauf, was in dem Tankwagen ist, nicht wer ihn fährt. Lassen Sie mich raten. Sie schmuggeln Terroristen. Oh, ich hasse dieses Wort. Ich sehe das so.